EA Po Productions liest Thüringer Sagenbuch, erster Band von Ludwig Bechstein. Heute, 15. Weitersroder Schätze. In der Richtung von Eisfeld nach Hildburghausen zu, doch nur eine halbe Stunde von dieser letzteren Stadt, liegt das Pfarrkirchdorf Weitersrode, auch Walkersrot geheißen, mit einem alten Burgschlosse, das ein Herr von Hessberg erbaute. Dort, im Schlosse nämlich, sollen große Schätze verborgen und verzaubert ruhen. Zu einer Zeit ließ sich ein hellbrennendes Lichtlein sehen, das aber, so wie jemand dasselbe erblickt hatte, alsbald wieder verschwand. Einige Männer vermuteten an der Stelle, wo das Licht sich blicken ließ, einen Schatz und besprachen sich miteinander, wie sie ihn heben wollten. Denen gesellte sich unvermutet ein Mönch zu, welcher sie bedeutete, dass der Schatz allerdings vorhanden sei, aber im Stalle liege und dort unter tiefem Schweigen gehoben werden müsse. Die Männer gruben eifrig und schweigend an der bezeichneten Stelle, und bald kam ein kupferner Kessel zum Vorschein, angefüllt bis zum Rande mit alten, verschimmelten Talern. »Herrgott, die Menge!« schrie einer der Männer laut auf, und plumps versank der Kessel mit den Talern, und schwapp hatte der Sprecher eine Ohrfeige, das ihm Hören und Sehen verging.